Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines, und zwar die Folge 129. Und wir hatten letztes Mal irgendwo neu gebaut. Ich meine, hier unten rechts, nicht oben links, unten rechts. Da sieht man wunderbar. Letzter Schritt war hier der Tunnel mit dieser Straße, die wir jetzt weiter anbinden können. Ich denke mal, die machen wir jetzt hier so geschwungener da. Und schauen dann. Warte mal, die könnte man ja hier rüber machen und da und dann wieder da verbinden, ne? Das wäre vielleicht die Möglichkeit, genau. Sollten wir vielleicht machen. Ja, Autobahn? Nee, Autobahn ist das nicht. Das ist eine sechsspurige Straße in dieser Form. Da haben wir mit Bäumchen genommen, machen wir hier auch. Und ja, wir machen es erstmal geradeaus. Ja. Dann schwingen wir die hier schön. So, dann geradeaus. So. Und fertig. So, das ist doch schon eine ganz gute Anbindungsstraße. Das gleiche müsste man hier machen, allerdings würde ich sagen, fangen wir hier mit einer Brücke an, ne? Weil sonst kriegen wir da die Schwierigkeiten mit der Bahnlinie darüber, ne? Ich mache mal einfach nur so hier rüber. So, und dann runter. Und dann klingt da schon nicht ein. Du glaubst es doch nicht. Also ist es nicht wahr, ne? Das weg. Und das wieder hin. Jetzt wird das auch noch neblig hier. Da sehe ich nichts. So. Und so, jetzt passt es aber. Schöne Doppelkurve, ne? So, hier müssen wir wieder weiter runter. Einmal nach da. Sieht schick aus, oder? Nach da. Wieso ist denn das jetzt so blau, der Nebeldunst? Und dann müssen wir hier hinten irgendwie hin und dann da wieder runter, ne? So, ich glaube, dann machen wir das erst wieder wie eben. Erst die Brücke bauen. Ja, ran wollte ich nicht näher. Ah, geht jetzt nicht. Jetzt runter dann. So war das. Ich habe die Pfeiltasten wieder mal genommen, die man ja da nicht nehmen darf, ne? So, jetzt sieht's gut aus, oder? Wie sieht aus wie gewollt? Manche sagen dann und nicht gekonnt. So, wunderbar. Hat dann geklappt, ne? So, da wollten wir eine Anschlussstelle bauen eigentlich, oder? Obwohl, das ist ja dann von da. Obwohl, nee, warte, die können da runter nicht. Die nächste Abfahrt ist hier. Keine Ahnung wo. Hier ist eine Abfahrt. Das ist ein Kreuz, das ist keine Abfahrt. Und hier ist eine Abfahrt. Ja, doch.
Gut, das würde bedeuten, da muss gar keine Abfahrt hin, weil wir da schon Ende haben. Dann brauchen wir das nicht. Dann lassen wir das so. Obwohl, hier wäre es vielleicht doch sinnig, weil wir dann den ganzen Verkehrsfluss runter haben, ne? Gehen wir mal näher ran. Da werden wir aber nichts nebenher kriegen. Hier würde vielleicht eine Spur nebenher gehen. Ja, müssen wir mal basteln. Mal so. Und so. Da ist ein harter Knick drin, aber das ist halt so. Und dann von hier so raus, so rüber. Und da reingelenkt. So, passt, oder? Eine große Kreuzung, ja. Das wollten wir so haben. Das ist super geworden auf der Seite. Und hier geht das nicht wegen Brücke falsch. Wir können das gerade checken, aber ich glaube nicht, dass da doch wird sogar gehen. Würde sogar drunter hergehen. Krass. Geht da aber nie wieder weg, ne? Das ist. Jetzt geht's. Zack, fertig. Und jetzt hier noch drauf fahren. Und schon passt's. So, die können da runter, darauf und die können da lang. Alles gut. Hat's gut geklappt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es unter der Brücke so drunter hergehen kann. Gut, okay. Dann haben wir den Autobahnanschluss wunderbar hingekriegt. So, und dann müssten wir mit kleineren Straßen weitermachen, sozusagen, ne? Also hier auf der Seite machen wir später. Ich denke mal, hier sind wir mit einer sechsspurigen schon unterwegs. Dann machen wir dann eine vierspurige mit Bäumen. Hier so quer durch. Nee, dann fahren die ja alle da durch, oder? Obwohl auf der anderen Seite. So, erstmal egal. Machen wir so. Und von da können wir das irgendwo da noch anschließen. Ja, an diese Kreuzung, da können wir noch gehen dann mal. Warte mal, da fährt schon eine Eisenbahn lang. Das wird dann wieder kritisch. Aber wir können da hinterher, da müssten wir zwei Brücken bauen. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier so hinkommen. Wenn es nicht so dunkel wäre, ne, würde man was sehen.
Mal so geht's. Und fertig, oder? Ja, lass mal so. Und hier hinten. Die Straße kommt von da. Geht da so durch, da lang. Und verbindet sich hier hinten noch. Komm, machen wir noch was. Oder? Ne, will ich doch nicht. Gut, dann gehen wir. Hier könnte man vielleicht noch eine Verbindungsstraße doch machen. Aber vielleicht dahin. Dahin. Na, eigentlich wollte ich die nicht so gebaut haben, aber jetzt ist sie so. So machen wir sie dann halt. Okay, Sonne geht irgendwo auf. Schatten kommen, super. Sieht natürlich cool aus, muss man einfach sagen, ne? So, dann die kleinsten Straßen hier dazwischen. Das sieht hier so prädestiniert für ein Wohngebiet aus. So, ja. Ne, ist zu weit vorne. Ne, das passt auch nicht. Der passt. Da sind nur drei Reihen, da sind vier Reihen. Schade, aber ist jetzt auch egal. So. Passt. Und hier ziehen wir das auch noch durch. So, Reißbrett. Siedlung, ne? Ja, wenn wir schon dabei sind, dann zack, einfach durch, ne? Wie ist denn, wenn wir hier gerade das Tool nehmen, ne? Dann sieht man sofort, wo man ist. Ist viel besser. Ne, machen wir so und fertig. So nochmal. Und so nochmal und fertig. Wunderbar. Sieht so aus, als ob das klappen könnte, ne? Und hier. Sieht alles gut aus. Eigentlich schon, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da Bevölkerung hinkriegen. Und dann machen wir mal hier den Kommerz hin. Damit wir da in diese Richtung schon mal was kriegen. Aber ich glaube nicht, dass hier das rüberspringen mit dem Strom. Das wird schwierig. Wasser mit Fernwärme gleich, ne? Bis hier hinten hin. Und
Da lang. Da kommen wir wahrscheinlich anders drum rum, ne? Weiß nicht, warum er da jingelt. Weil es ein Kreis ist wahrscheinlich, oder? So, das haben wir. Allerdings nicht angeschlossen. So. Verbunden heißt das Jingeln wahrscheinlich, oder was? So, und jetzt ist die Stromgeschichte noch. Weil hier nichts ist, wird da auch nichts kommen. Und von da nach da dann, ne? Gucken, ob das so klappt. Da haben wir doch schon ausgewählt, dass da was hin kann, ne? Ja. Oh, jetzt habe ich den aus Versehen weggemacht. Das wollte ich gar nicht. So. So, die haben jetzt noch keinen Strom. Aber was wir machen können, das ist mitten rein. Hier so Dinger bauen, oder? Das will er gar nicht. Will er das? Das will er. So, jetzt haben wir hier auch schon Windpark, ne? Rein theoretisch ist das dann hier wegzumachen. Ja, kommen die reißen mal wieder ab, die Strommasten. Die brauchen wir nämlich nicht. Nochmal auswählen. Weg. Weg. Und das kann auch weg. So, die haben auf jeden Fall Strom. Und dann gucken wir hier rein. Geschäfte machen wir hier noch hin. Jetzt die Frage, wie kommen wir da rein? Ich glaube über diese Straße, da machen wir das. So, und das geht auch noch. Und dann können wir hier wunderschöne kleine Reihenhäuser machen, oder? Gut, das sieht doch prima aus, oder? So, da sollten dann genug Leute kommen zum Wohnen. Mal das machen wir mal weg hier. Weil hier müssen wir noch was vielleicht mit dem Doktor oder sowas machen, ne? Das wieder hin. Okay. So. Ja, das kann schon ganz. Das auch. So. Hier machen wir das auch nicht hin, weil da kommt dann die Feuerwehr hin, oder? Na, den machen wir wieder weg. Das lassen wir da auch mal so. Das passt. Hier weiß ich noch nicht. Da auf jeden Fall auch. So. Und hier geht das auch. So, sieht doch ganz gut aus, oder? Die bauen da alle schon schön ganz gut hin.
Vielleicht machen wir hier noch an die Kreuzung ein bisschen Kommerz. Mach das mal wieder weg. Mach die Straße komplett Kommerz. Und hier müssen wir noch gucken, wie wir dann da reinkommen, ne? Sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt müssten hier noch ein paar Geschäfte hinkommen, damit der Strom fließen kann, ne? Ja, da muss jetzt eine Verbindung hin, damit das klappt. Weil die brauchen noch Strom. Dafür müsste hier was gebaut werden, ne? Oder hier noch? Ne, machen wir das mal so noch. Das machen wir mal so. Ach so, hier war keine Möglichkeit, mit Strom zu legen, ne? Okay, aber hier wächst auch schon einer hin. Dann wird das wohl werden. Gut, aber ich würde sagen, für die Runde soll es auch wieder erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.